Ja, herzlich willkommen zu noch einer Folge Fischkopf TV. Oh, hier ist der Fischkopf. Wir spielen mal wieder ein bisschen Hearthstone. Und zwar im Tavern Brawl. Und das finde ich sehr, sehr gut. Wer es noch nicht wusste, heute Abend um 18.30 Uhr streame ich live. Auch diesen ganzen Schissel hier. Da könnt ihr auch live dabei sein. Mir Vorschläge geben, wie ich die Decks zusammenbauen soll. Das könnte sehr, sehr spannend werden. Achte bitte drauf auf das Datum, wann die Folge rauskam. Nicht, dass du irgendwann später die Folge guckst und plötzlich mich anschreist. Ja, weil kein Livestream kommt. Bitte Obacht, es steht immer das Datum drunter. Meine Güte. Immer schreit ihr mich an. Okay, lass mal jetzt spielen. Ich habe mir mal wieder nicht allzu viele Gedanken gemacht, aber ein paar. Ich habe ja letzte Folge erwähnt, dass ich gerne mal den Priester ausprobieren würde. Und ich glaube, so eine Art Dirk wäre gar nicht so schlecht. Beziehungsweise, was heißt Dirk? Wir nehmen nur ein paar Facetten von Dirk. Beziehungsweise, es hat mir auch jemand in den Kommentaren geschrieben, dass dieser komische Drache, der, glaube ich, mit 3-5 startet, sehr, sehr nützlich ist, weil wenn man einen Zauber auf den drauf tut, dann kriegt er nochmal +1/+1. What up? Das heißt auch, wenn du das Leib swapst, auch dann kriegt er +1/+1. Sehr, sehr interessant. Sehr, sehr interessant. Deswegen machen wir das auf jeden Fall. Wir testen das aus. Ich habe schon gelesen, die Kritik an meinem letzten Deck, ja, an dem Wind Fury Deck. Da stand auch drin, ey, du musst doch keine Karten mitnehmen, die anderen Minions Windfury geben, wenn eh schon alle Minions Windfury haben. Erstens hatten nicht alle Windfury, alle Minions, die ich dabei hatte. Zweitens, habt ihr die Folge nicht gesehen? Ich habe doch sogar noch diese Karte genutzt. Und zwar mehrfach. Ich glaube zweimal oder so. Hintereinander mit dem Windfury machen. Voll nützlich. Und die Totems kann man auch buffen und denen dann Windfury geben. Was ich auch gemacht habe. Also warum schreit ihr mich an? Weil ich dick bin, ne? Weil ich dick bin. Ich arbeite dran. Oder jedenfalls habe ich mir vorgenommen, dran zu arbeiten. Meine Fresse. Immer diese Negativität. Finde ich nicht so gut. So. Lass mal ein Deck machen. ich würde gerne tatsächlich Summer Silence mitnehmen. Inner Fire ist, glaube ich, auch ganz geil, weil man dann eventuell swappen kann, wenn es brenzlig wird. Ich würde auch wahnsinnig gerne dem Gegner Karten klauen, aber dazu kommen wir gleich. Double Eminence Health, auch sehr, sehr wichtig, gerade wenn man dann swappen kann. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. Wollen wir die Northshire Cleric nehmen, einfach damit wir Karten ziehen können? Ich glaube, das ist eine ganz gute Idee. Shadowward Pain. Why not? Shadowward Death. Zweimal oder einmal? Erstmal nur einmal. Valence Chosen nehmen wir dann. Dark Cultist nehmen wir mit. Thoughtseal würde ich halt gerne zweimal mitnehmen, um damit Sachen zu machen. Shadow Madness, ich würde gerne die Leute von ihm übernehmen. Die Holy Nova kommt zweimal mit. Lightspawn vielleicht sogar zweimal. So. Und jetzt? Jetzt ist interessant. Dragon. Dragon. Hier ist er. Der Typ ist geil. Also unter Umständen. Stell mal vor, wir können jetzt einen Valence Chosen auf den machen. Dann kriegt er +3/+5. Plus X Bananen. Stats. Yeah. Yeah. Geil. Oder so. Okay. Ja, aber jetzt habe ich mir weiter keine Gedanken gemacht. Was nehmen wir noch mit? Wollen wir die Combo mitnehmen mit der, wo ist sie? Mit der Orcanized Soul Priest? Finden wir die gut? Und wenn ja, nehmen wir die zweimal mit. Nicht Power World Shield. Wobei das auch nicht schlecht ist. Wenn man das auch noch auf den Drachen macht, ne? Sollten wir eigentlich auch mitnehmen. So, aber was wollte ich eigentlich? Eigentlich wollte ich Circle of Healing mitnehmen. Jetzt nur einmal, oder was? Pass auf, dann nehmen wir die Combo jetzt nur einmal mit. Was natürlich ungünstig ist. Dann könnten wir noch den Schüssel mitnehmen. Und jetzt haben wir sonst nichts mehr. Aber ich würde das gerne so probieren. Ich glaube, das hat durchaus Möglichkeiten. Hier, Silence ist grandios. Eigentlich würde ich gerne noch eine Eule mitnehmen. Dann nehmen wir nochmal einen Lifesteal raus. Weil die Eule, wenn du die spielst, kannst du silenzen. Und dann hast du noch eine Eule auf dem Board. Der wiederum kannst du Bananen füttern. Die kannst du wiederum mit Bananen füttern. Deutsch. Und dann, oh, golden natürlich. Wenn wir sie golden haben, nehmen wir sie golden mit. Okay. Können wir noch irgendwas rausnehmen? Divine Spirit vielleicht raus.
Oder haben wir, wie oft haben wir denn Shadow of Death? Haben wir nur einmal mit. Ja, das will ich auch nicht mehr mitnehmen. Was machen wir jetzt? Sollen wir eine Silence-Karte hier rausnehmen? Sowas? Ist das kacke? Ist das kacke? Ist das kacke? Ja, warte mal, wir haben einen Silence rausgenommen, haben eine Eule mit reingetan. Kostet halt 2 Mana, ne? Komm, wir versuchen das jetzt mal so. Und ich glaube, das könnte was werden. Ich weiß es nicht. Aber ich finde es sehr, sehr spannend. Und schreibt mich bitte nicht an, in dem Ankündigungsvideo zum Livestream zeige ich hier, dass da 2 Siege sind. Und wahrscheinlich werden wir jetzt hier in dieser Aufnahme ein paar mehr Siege haben. 1, 2 Stück. Hoffe ich doch. Wenn nicht, wenn es dabei bleibt, dann habe ich nichts gesagt. Okay? Gut. So, hier Sachen machen noch. Zack. 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 Und jetzt habe ich, während wir hier einen Feind suchen, habe ich das Ankündigungsvideo zum Livestream live geschaltet. Ist das nicht krass? Sieht man hier ein Stück Mikro? Nee, ne? Nee. Alles gut. Alles gut. Okay, ich habe auch gelesen in den Kommentaren, Samba, findet ihr nicht auch, dass er unkonzentrierter ist, wenn er die Kamera anhat? Das kann sein. Das kann sein. Ihr könnt ja mal abstimmen, ihr könnt ja mal sagen, was ihr darüber denkt. Und ob ich einfach die Kamera weglassen soll, ist, habe ich auch kein Problem mit. Ich mache die eigentlich nur zum Hearthstone-Spielen. Mache die nur an, wenn das Setup eh schon steht und es nicht lange dauern würde und ich auch ein bisschen genug Zeit habe für den Shit. Ich finde, man muss die Fresse auch nicht sehen. Im Livestream finde ich schon, aber hier ist es nicht ganz so wichtig, wie ich finde. Greetings, fellow traveler! Ich wollte nochmal Hallo gesagt haben. Okay. Ja, ich glaube, Mage hat auch hier seine Vorteile. Hier könnten wir natürlich... Warte mal, wir machen es so. Wir ziehen jetzt einfach mal eine Karte. Nope, dann. Gut. Gut. Mal gucken, was er jetzt macht. Er hat er einen Zauber noch? Hat er einen Arcane Missiles? Coin. Schon mal gut. Wir haben zum Glück einen Shadow of Pain dabei. Aua. So, jetzt hat der noch ein Leben. Wir haben aber dafür eine Banane. Uff. Wir könnten jetzt einen von beiden Natzen oder den Dark Cultist spielen. Ich glaube, einen von beiden Natzen ist eine sehr, sehr wichtige Sache und Angelegenheit in dieser Welt. Alternativ spielen wir den und dann ist er tot. Wenn wir Glück haben, muss er beide Minions reinhauen. Wenn wir Pech haben, muss er das nicht tun. Warte mal, wenn wir den jetzt spielen, ist eine 1-1 Banane. Dann hat er 2 Leben, dann 3 Angriff. Dann können wir den silent. Nee, es ist alles. Wir nehmen den mal raus. Wir nehmen mal den Kollegen raus und dann gucken wir mal, was passiert. Okay, jetzt die Karten. Schade, ich dachte, ich spiele noch Minion. Und ich kann vielleicht Shadow Madness spielen. Dem war nicht so. Wir könnten aber jetzt... Wir können aber jetzt... Den hier spielen, dem wir auch eine Banane geben. Oder ich meine, geben wir dem eine Banane oder nicht? Ja, wir geben ihm eine Banane, weil sonst könnte er ihn knatzen mit Heldenkraft und Minion... so muss er nochmal vorher einen Zauber spielen. Wir gucken uns das mal an. Wir gucken uns das mal an. Es kann jetzt alles passieren, meine Damen und Herren. Fireball! Okay. Ist schon mal weg. Ist schon mal weg. Aber dieser Mana-Wurm geht mir so auf den Sack. Ich überlege gerade, ob ich den silenzen soll. Und im Moment habe ich keine andere Wahl, glaube ich. Wir silenzen die Bitch. Schwinge-Ding-Ding. Und Banane. Balance Chosen. Sowas macht man eigentlich nicht, Kinder. Nicht nachmachen zu Hause. Denn ihr werdet wahrscheinlich jetzt sehen, warum nicht. Das Ding stirbt gegen noch ein Gegen-Polymorph. Das macht man also nicht. Das macht man eigentlich nur, wenn man direkt auch damit angreifen kann. Immerhin haben wir jetzt diesen scheiß Wurm erledigt. Aber dafür haben wir 3 Karten weggehauen und das ist nicht geil. 3 Karten? 2 Karten. Gut.
Dann geht jetzt der Kollege hier drauf und wir heilen uns. Wir hätten auch Divine Spirit spielen können, aber da gilt das gleiche wie eben. Dann wäre die Karte jetzt weg für nichts und wieder nichts, weil der jetzt eh stirbt gegen noch einen Fireball oder noch einen Polymorph. Es ist alles möglich. Es ist alles möglich. Sollte er überleben, können wir immer noch Divine Spirit drauf machen, aber dann haben wir auch den direkten Schaden, weil wir direkt angreifen können. Oh, snap! Ihr versteht schon, was ich meine. Nieti, ungut für mich. Könnten wir allerdings fertig machen. Er macht noch eine Banane drauf. Denkt, das Ding überlebt jetzt. Wir haben ja sowas hier. Wir haben ja sowas hier. Warte mal, habe ich irgendwas Sinnvolleres dabei? Restore all. Nee, wir machen es so. Wir gehen nicht ins Gesicht, sondern wir werden den hier los. Und dann machen wir noch sowas. Und wir könnten noch eine Banane raufpacken, aber das macht, glaube ich, keinen Sinn. Also schon, aber gleichzeitig noch mehr Leben dazu. Wir lassen es erstmal. Wer weiß, ob der jetzt nicht stirbt. Wir könnten jetzt natürlich nochmal Circle of Healing machen, aber wobei. Dann hat er 10. Immer gegen Polymorph ist scheiße. Ein Fireball bringt ja nichts mehr. So kann er ja noch einen Fireball spielen und die Heldenkraft. Ist das sinnvoll, jo? Oh je, hoffentlich kein Polymorph. Polymorph wäre scheiße. Hoffentlich kein Polymorph. Polymorph wäre scheiße. Polymorph, Polymorph wäre jetzt ein Arsch. Kennt ihr den Song? Das ist ein altes Bauernlied. Das stimmt gar nicht. Das habe ich mir gerade ausgedacht. Oh, übrigens, als kleine Vorbereitung auf heute Abend. Es gibt einen neuen Hard Mode. Oh yeah. Der ist schön. Das sieht ganz schön scheiße aus. Aber so sieht man die Kamera. Guck mal. Hello. Und das Aufnahmeprogramm. Ist das schön. Oh, habe ich gefunden. Also ich nicht, meine Schwester. Hat sie mir geschenkt. Ja, ja. Okay, das ist jetzt scheiße. Dass er den einen friert. Das finde ich überhaupt nicht cool. Und Tour, Less Attack. Und jetzt hätte ich jetzt doch einen Schrinkmeister mitnehmen sollen, ne? Ich hätte jetzt doch einen Schrinkmeister mitnehmen sollen, ne? Das können wir übernehmen, aber nur für einen Turn. Das bringt uns jetzt gerade gar nichts. Bedeutet, wir können hier nichts machen. Außer wir spielen jetzt die Cabal Shadow Priest und die bringt uns gar nichts. Das wäre ärgerlich, Commander. Ja, dann. Light of the Narrow. Und hoffen, dass wir damit irgendwie Sachen machen können, ne? Ja. Warte mal. Nein, das bringt doch gar nichts zu Vollhorst. Doch, wir können es noch swappen. Und dann muss er die Heldenkraft benutzen. Trotzdem scheiße. Sehr, sehr scheiße. Ich bin so schlecht. Ich bin so schlecht in diesem Spiel. So schlecht. Aber anscheinend möchten das ja Leute sehen. Ist das zu hell? Die Kamera ist eigentlich zu hell eingestellt, ne? Es ändert sich auch immer. Alles. Immer. Ist besser, ne? Ist besser. On the fly. Oh, was passiert? Polymorph, ich hasse dich so sehr. Ich hasse dich so sehr. Ich glaube, ich brauche noch eine krasse Legendary in diesem Deck. Oh. Oh, holy. Oh, holy moly. Holy Nova. Es ist halt kacke, ne? Wir können hier nichts machen. Wir können hier einfach nichts machen. Wir kriegen nur die Scheiße auf die Hand, die uns nichts bringt. Ich muss jetzt wahrscheinlich die Shadow Priest spielen hier mit einer Banane drauf. Oder so. Scheiße. Ich meine, immerhin sind die Polymorphs raus. Aber das meine ich ja. Wir bräuchten, eigentlich bräuchten wir noch eine Legendary. Weil in dem Moment würde man denken, hey geil, die Polymorphs sind raus. Jetzt können wir die krassen Legendaries spielen. Aber wir haben keine dabei. Oh, ist gut. Ist ja gut. Mhm. Warte mal. Wenn wir den jetzt übernehmen, ne? 2-2. Immer nur die einzelnen Bananen, ne? 2-2.
Dann 3, 3, 4, 4. Und dann hat er aber noch ein Leben. Wir können ihn allerdings runterhauen auf 2 Leben mit einer Banane. Und dann in der nächsten Runde, wenn er wieder mit ihm spielt, könnten wir die Holy Nova spielen, weil es sich vorher nicht so richtig lohnt. Warte mal. Wir haben doch hier dann Spell Damage, Alter. Aber wenn wir das jetzt machen. Nichts. Bin ich bescheuert? Natürlich wird's reichen. Machen wir jetzt echt so einen Aufriss wegen einem Yeti? Das heißt, ich hätte die Banane gar nicht raufhauen müssen, ne? Hashtag typisch Fisch. Willkommen. Ich spiele zu wenig Hearthstone. Ich mache tatsächlich... wisst ihr? Übrigens... Manchmal... was ist denn das hier manchmal? So ein Schatten. Seht ihr das manchmal? Ist das von der Sonne draußen? Ich weiß es nicht. Falls ihr euch fragt, hey, wieso hat der Typ so unglaublich viele... Guck mal, ich habe nicht einen Minion auf der Hand. So unglaublich viele Folgen Hearthstone, aber ich kann es immer noch nicht. Das liegt daran, dass ich tatsächlich ziemlich... selten spiele im Vergleich dazu, wie viele Folgen kommen. Also, ich, sagen wir so, ich nehme fast jede Folge auf, fast alles auf, was ich spiele. Das stimmt zwar so auch nicht, weil morgens spiele ich auch manchmal so ein bisschen Hearthstone oder mal in der Pause, in der Mittagspause oder so. Aber ich, also, ich spiele doch dann doch relativ zu selten Hearthstone eigentlich. Guck mal, ich habe immer noch keinen Minion auf der Hand. Ich kann nichts machen. Ich könnte seine Minions buffen. Oder ihnen 2 Schaden hinzufügen. Und eben die Banane war so sinnlos. Die war so sinnlos, weil ich... weil ich in meinem... also, um das so ein bisschen erklären zu wollen. Ja, schön, Pyroblast. In meinem Kopf hatte ich eigentlich noch nicht die Holy Nova schon aktiviert, als ich darüber nachgedacht habe, die Banane zu nehmen. Und dann habe ich die Banane genommen. Und dann habe ich bemerkt, warte mal, wir haben ja Spell Damage. Das heißt, wenn wir das Ding raus... und so weiter, ist es... schon okay. So, ich konnte nichts spielen, ne? Ich habe noch 9 Leben, ne? Er hat hier 7 Schaden. Zack! Ich habe ihn eingefroren. Aber so richtig was machen kann ich jetzt nicht mehr. Ich bräuchte halt Minions. Aber habe ich nicht. Aber immerhin konnte ich die Bäume jetzt einfrieren. Das wird mir eine... oh. Ho, 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 ho. Oh, ho, ho, ho. Fuck you. Double Pyroblast. Es ist der Double Pyroblast. Wir haben viel zu viele... Zauber! Eigentlich haben wir nicht zu viele Zauber. Wir haben nur... es ist... eine Sache. Divine Spirit weg. Achso, Edit. Divine Spirit weg. Was nehmen wir noch weg? Ein Light of Naru reicht. Ein wenn's Chosen reicht. Bei Shadow Priest. Wie nützlich ist sie? Jetzt mal ehrlich, Leute. Wie nützlich ist eine Kabal Shadow Priest? Soll man Wisp mitnehmen? Die kosten nichts und die kann man buffen. Ja, aber dann kosten sie ja doch wieder was. Theorie, also umgerechnet. Das könnte man mitnehmen. Das macht... vielleicht sind ein Stone Tusk. Boah, okay. Da kannst du auch Sachen drauf machen, ne? Aber lass uns doch erstmal Boom mitnehmen. Legendary. So.
Low Rocket Show wäre witzig, weil dann die Bananen immer hin und her gehen würden. Aber ich bin nicht hier, um Witze zu machen. Ich bin hier, um zu gewinnen. Tüte und tüte. Und dann brauchen wir noch irgendeinen coolen Minion. Normalen Minion. Oh, warte mal. Ansturm ist, Charge. Was macht das Sinn? Dann nehmen wir den Stone Tusk Boar mit. Ich meine, der hat auch noch Taunt, ne? Nehmen wir den jetzt mit. Und vielleicht nehmen wir den nochmal mit. Okay. Das riecht nach Sieg. Das wird ganz toll. La 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 la. Ist auch ein alter Bauernsong. Kennt ihr den? Ist gut. Ups, das ist mir plötzlich hier hingerutscht. Ach, naja. Okay, sowas. Den Sorcerer würde ich jetzt gerne schon behalten. In der Fire kann man schon auf den nutzen, weil dann hat er nicht nur 5-5, sondern dann hat er auch eigentlich 6-6 müsste er dann haben. Ein 6-6er für 5 Mana ist schon nicht schlecht. Kann man machen. Kann man machen. Machen wir mal einen Hard Mode hier. Ey, du! Na, wie geht's? Cool bleiben. Den könnten wir jetzt damit natzen. Wollen wir das tun? Wollen wir das tun? Ja. Das war wahrscheinlich jetzt nicht allzu schlau, aber come on, dann ist er halt weg. Was ist das? Ist das ein Zulok oder sowas? Ist das ein Zulok vielleicht? Oder ein Demon Lock? Oder vielleicht ist es was ganz anderes. Das ist nicht ja geil, ne? Das ist endlich mal... Es, seht ihr das? Jetzt bildet sich hier hinten. Ach, das sind immer die Schatten von der Karte. Aber hier bildet sich so eine Schicht aus Scheiße. Und das ist, weil es gerade so ein bisschen hell reinscheint durch die Fenster. Bitte seid mir nicht böse. Na, heute Abend beim Livestream mache ich die Gardinen zu. Habe ich heute nicht gemacht, weil es nicht so hell war. Jetzt ist es plötzlich hell. Oder soll ich schnell hinlaufen? Guck mal, jetzt ist der hier banalisiert. Das ist nicht gut. Wir können auch nichts machen. Nächster Zug erst. So, dann mach ich schnell die. Ich mach schnell die Gardinen zu, ja? Komisch auch in der Aufnahme das zu machen, aber wir wollen ja nicht diesen Scheiß hinter mir haben. Bis gleich. La 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 la. Ich unterhalte euch doch von der Ferne. Denn von hier aus hört ihr mich wahrscheinlich auch noch sehr gut. Ich es. La la la. Jetzt habe ich die Fenster zugemacht. Und jetzt komme ich wieder. Oh, ich habe meinen Pushen verloren auf dem Weg. Ha! Ach, guck mal einer an, du. Oh, ich bin dran. Ich hab gar nicht fertig gedrückt. Oh nein. Das hätte ich mal machen sollen, ne? So, und jetzt ist meine Fresse wieder zu dunkel, oder was? So ist das Leben manchmal. Sachen passieren, Technik wird gemacht während der Aufnahme. Das ist, welcome to behind the scenes of the Fishkopf TV. Erna war's. Was ist hier eigentlich los gerade? Wenn wir den jetzt spielen, der hat 5 Leben, ne? Jo. Okay, Digga. Ich meine, es ist kacke, weil eigentlich bräuchten wir den, um dann nachher die Bananen zu benutzen, die wir erst kriegen, frühestens ab, wenn der stirbt. Schauen wir mal. Vielleicht hilft das in der Feier irgendwas? Nein, er hat noch einen Zauber parat. Das ist sehr ärgerlich. Das ist sehr ärgerlich. Die Dark Bomb. Die Dark Bomb. Sehr, sehr ärgerlich. Hätte es vorher eine Karte ziehen sollen, Digga. Jetzt geht der Kapeister. Das ist so uncool. Was wir machen könnten ist, wir könnten seinen Minion jetzt heilen. Dadurch wissen wir... Nee, ist auch scheiße.
Hab ich, war das eine Doppelbanane? Oh, habe ich gar nicht gesehen. Okay. Mal gucken, ob das jetzt Sinn gemacht hat. Hat er wieder einen Zauberparade? Natürlich! Ein Big Game Hunter! Wäre das eine andere Banane gewesen, die 1-1er Banane, dann wäre er jetzt nicht tot. Oh. Cool bleiben, Leute. Einfach nur cool bleiben. Das ist gar kein Problem für mich. Wobei, eigentlich schon. Eigentlich haben wir jetzt verloren, weil jetzt der Hogger auch nichts mehr bringt. Dann lenken wir uns erstmal ab mit sowas hier. Spielen auch noch die Tante. Sowas. Okay. Hoffentlich, hoffentlich will er jetzt erstmal das Board clearen. Und dann hätten wir ja auch für den Hogger, hätten wir dann ja auch Sachen. Sprich Bananen. Oh, der Emperor. Ah, shit. Wie uncool ist das denn? Aua, aua, aua. Warte mal, wenn wir die beiden spielen, können wir gar nicht. Piep, 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 piep. Aber wir könnten natürlich erstmal den Terrissan anders loswerden. Und zwar mit dem Ding, dem wir vorher noch Power World Shield geben. Und eine Karte ziehen. Na komm, das machen wir jetzt auf jeden Fall. Dann ist er nämlich hart gebufft. Divine Spirit. Alter. 20 Leben plus fucking inner... Warte mal, er hat jetzt schon Lethal, oder? Nein, hat er nicht. Aber 7 plus 4 sind 11, 12, 13, 14. Sollen wir es riskieren? Ich will es einfach mal sehen. Okay, 22. 24, oder? Oh mein Gott. 25. 2. Ah, Entschuldigung. Das musste ich jetzt machen. Das war einfach so schön. Ach, Mann. In einem Zug. So, jetzt muss er natürlich den 25-25er wegkriegen. Wenn er Siphon Soul dabei hat, ist das eine schnelle Geschichte. Wenn er es nicht dabei hat, ist das keine so schnelle Geschichte. Ich meine, klar, ein Taunt wird mich da schon aufhalten. Da ist er. Aber hey, es hat Spaß, zwei Taunts gleich. Und wir haben jetzt nicht mehr so viel Zeit. Er wird jetzt ins Face gehen. Er weiß, ich hab... Oh. Okay. Ja, aber die Banane, ne? Quatsch, die Banane. Die beiden Taunts werden ihn jetzt gewinnen lassen. Ey, aber das war's wert, oder? Ich finde, das war's wert. Sinnvoll spielen. Pff. Warum denn? Das muss ich jetzt machen. Und auch der Hogger wird uns jetzt... Oh. Oh, der feine Herr. Ja, was macht man da? Nicht so viel, ne? Sowas. Sowas. Und sowas. Und wir sind tot. Aber come on. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ich überlege gerade, hatten wir irgendeine Chance hier? Nee. Da hatte er echt Glück mit seinen Double Taunt, ne? Okay. Okay, ist ja gut. Guck mal, und so... So haben wir auch keine mehr Siege. Das heißt, in der Ankündigung habe ich nicht gelogen. Obwohl, ein Spiel machen wir noch. Machen wir jetzt genau so. Ja. Vielleicht haben wir diesmal mehr Glück, Commander. Ich meine, stell dir mal vor, wir hätten vorher schon mal 5 Schaden gemacht an ihm. Und dann hätten wir den 25-25er gebaut. Oder ein, zwei mehr Bananen gehabt. Ich glaube, eine 1-1er Banane und eine 2-2er Banane hätten schon gereicht. Sehe ich das richtig? 1-1 wären 27 und dann 1-2. Ja. Schade. Wir machen es mal so. Ich möchte gerne seine Karten klauen am Anfang. Und ich möchte auch gerne denjenigen ärgern, der sich darüber geärgert hat. Der hat sogar geschrieben, ich möchte Fischi immer in die Fresse hauen,
wenn er jeden Hunter als Facehunter bezeichnet. Hey, guck mal, ein Facehunter! Boom, boom, boom. Badam, bam, badam, bam. Double North Shire Cleric. Ich meine, der wird ja keinen Multishot dabei haben, oder? Ich meine, selbst wenn, kostet der 3 Mana? Ich weiß es doch nicht. Ich kann dieses Spiel doch gar nicht. Loot Horderer. Ja, dann ziehen wir auch mal eine Karte, ne? Dann ziehen wir auch mal sogar 2 Karten, ne? Denn wir machen den hier weg. Und wir machen den hier weg. Showing. Showing. Okay. Und es hat sich schon gelohnt, wie ich finde. Denn diese Karten kosten jeweils 1 Mana. Das heißt, wir haben für 2 Mana 2 Karten gezogen und haben 2 Minions weggehauen. Das ist schon mal ganz gut. Jetzt bananisiert er da seinen Kollegen. Das ist aber Word Death, ne? Ja, wir könnten den silenzen. Machen wir sowieso, weil wir auch sein scheiß Geheimnis nicht haben wollen. Wir könnten auch heilen, aber das möchten wir nicht. Und dann machen wir. Hauen wir einen Inner Fire dafür raus? Ich weiß nicht. Ja, anscheinend, ne? Zack. Zack. Das nenne ich Board Control. Das ist Board Control. Oh yes. Oh, all morning, all day long. What? Das ist Board Control. Aber da kommt die Banane und wir weinen uns in den Schlaf. Und das Geheimnis ist rausgekommen, was auch sehr, sehr ärgerlich ist. Wir könnten sie heilen, dann überlebt sie eine eventuelle Explosive Trap. Und wir ziehen noch eine Karte. Wir können da nichts anderes mehr machen, aber ich finde das gut. So, und jetzt überlebt sie die Explosive Trap. Warte mal, bevor wir das hier machen, machen wir das hier. Explosive Trap. Tschüss, Eule. War schön mit dir. Bums. Okay. Läuft doch gerade noch. Und wir haben ziemlich viele Karten. Was ich sehr, sehr gut finde. Aber er hat auch so viele Karten. 7. Wir haben 3, 6, auch 7. Aber eine Karte auf dem Board. Damit haben wir Board! Und können Sachen machen. Er gerade noch nicht. Aber ich weiß, du hast eine Antwort. Du hast jetzt ein Animal Companion. Das wird ein Hafer. Hoffer? Hafer? Natürlich! Natürlich! Na, ich sag's noch. Ich sag's fucking noch. Eins zu drei Wahrscheinlichkeit. Ist jetzt nicht so unwahrscheinlich. Sehe ich ja ein. Gut. Ey. Ich würde schon gerne Karten einfach nur klauen von ihm, um zu gucken, was er so jetzt spielt. Andererseits können wir auch das jetzt hier machen. Aber dann müssen wir eine Banane raufhauen. Nein. Oh. Freezing Trap. Wir spielen jetzt das Ding hier. Dann soll er mal demnächst seine fucking Explosive Trap spielen oder so ein Shit. Und das Geile ist, ich weiß jetzt, dass er so ein Ding hat. Das heißt, wenn er das spielt, kann ich Shadow Madness draufhauen und es aktivieren. Ach, shit. Na ja, gut. Ist okay. Die hätte er ja auch auf dem Hogger spielen können. Oder so. Und da kann ich immer noch Bananen drauf machen und dann ist hier zappenduster. Zum Beispiel gegen die Eule. Vorher sollte ich allerdings die scheiß Hyäne da wegmachen. Was für mich immer aussah wie ein Biber. Das ist für mich, ist das ein Biber auf dem Damm. Ich sehe das erste Mal gerade richtig, richtig aktiv, dass das eine Hyäne ist. Mal ganz ehrlich jetzt, Leute. Für mich war das immer ein Biber, obwohl ich den Namen kannte, auf einem Biberdamm. Okay, also, wir wollen ja nicht erst Beasts töten. Der hat gerade echt die Hunde gespielt, ne? Wir wollen. Pass auf. Wir wollen ja erst die Hyäne töten, damit die anderen hier nicht und so. Das musste erstmal weg. Und dann soll der sich jetzt mal kümmern.
um die Orknight Soul Priest. Wenn das nicht tut, können wir die anderen auch noch weghauen mit der Heldenkraft. Die brauchen wir im Moment nicht so dringend. Und ich glaube, wenn wir sie wieder brauchen sollten, irgendwann mal, dann ist die eh schon wieder weg, die Orknight. Guck. Zack. Und noch eine Banane irgendwo drauf. Oder so. Ist für mich total okay. Das Ding verreckt jetzt. Tschüss, Eule. Da ist noch ein Hund. Ein einzelner Hund. Ich weiß auch nicht, was da los war in seinem Gehirn. Schwing. So, hol die Nova. Oh, shit. Seit wann ist denn unsere Hand voll? Die bringt uns gar nichts. Aber was uns, ich sehe schon, was uns was bringt. Okay, wir müssen ja eh Sachen machen. Wir spielen den Hogger. Und wir spielen sowas. Und wir machen sowas. Okay. Und jetzt schauen wir mal, ob der Hogger was aushält. Blöderweise haben wir jetzt schon wieder 9 Karten, ne? Das sind 6, 7, 8, 6, 3, 6, 7, 8, 9. Okay, wir könnten noch eine kriegen. Aber wenn jetzt Minion stimmt, haben wir wieder eine Banane und dann... Oh, fuck. Okay. Wir müssen Karten loswerden. Ach, wisst ihr, was ich hätte machen sollen? Ich Vollhorst hätte Shadow Madness nehmen müssen. Mad Scientist nehmen und den da reinhauen. Ich bin so dumm, ne? Ach so, wir hatten aber keine Mana. Beziehungsweise... Ich musste ja nicht den Hogger spielen, aber ich wollte unbedingt. Ich muss den Hogger spielen. Da ist eine High Main. Die ist auch nicht gut. Aber jetzt könnten wir das vielleicht nutzen. Und noch 2 Bananen drauf machen. Verstehst du? Wir verbrennen wieder eine Karte jetzt. Das ist scheiße. Okay. Beziehungsweise wir haben hier einen Shadow of Death. Dann können wir das spielen und dann... Oh yeah. Okay, also Shadow of Death. Den Kollegen, damit er sein fucking Geheimnis nicht kriegt. Und dann... Banana. 6, 7, 8. Face. Oder nicht, Face? Face. Oh. Ja, der Hogger macht schon Spaß. Ich hoffe nur, dass er jetzt nicht stirbt gegen ein fucking Kill-Command. Würde ja genau passen, ne? Hätte er da aber bestimmt schon gespielt, ne? Das ist ja ein Biest hier. Jo. Oh. Das ist spannend. Es ist schon, ich finde es schon spannend, ihr nicht? Das ist aber eine lange Folge heute, ne? Das ist eine lange Folge heute. Ja. Okay. Banana. Damit der überlebt. Okay. Ja, Digga, du nimmst... Nimmst dich ein bisschen Zeit heute, ne? Der Eli. Eli. Oder so. Aua. So. Shadow of Pain. Shadow of Pain. Shadow of Pain. 1, 2, 3, 4, 5 Karten hat er. Wir könnten ihm 2, 3, 4 höchstens in die Hand geben, wobei ich nicht alle... Nein, 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 das macht keinen Sinn. Ihn jetzt noch zu versuchen zu millen, bringt gar nichts. Hier, wir müssen halt Karten loswerden, ne? Das heißt, wir machen schon mal sowas. Wir werden den mal los hier. Oh, ich hätte natürlich... Oh. Macht nix. Was? Jetzt ist schon die Zeit um? Das kann doch gar nicht sein. So, nimm die Bananen, du Arsch. Sowas. Und, sowas. Damit der Kill-Command den Lightspawn nicht tötet. Oder so.
Scheiße. Ja, ja. Wie viele Karten hat er jetzt? 9. Das war bestimmt total wieder unschlau, ne? Und ihr seid voll sauer auf mich. Aber ich fand es in Ordnung. Wir haben immer noch Board und so. Ja, er bananet jetzt die Geschichte hoch, aber solange er nur einen Minion hat. Jetzt wäre noch ein Silence ganz gut. Jetzt wäre ein Silence richtig, richtig gut. Aber ich glaube, wir haben ja 2 Eulen und eine Silence-Karte für 0 Mana. Ich weiß nicht, ob die. Ich weiß es nicht. Ob die jetzt noch kommt demnächst. Noch eine Banane. Ach, damit er wieder überlebt. Okay. Schaden? What? Ach so, weil du so viel Schaden hast. Okay. Und jetzt stirbt der Hogger. Nein! Kage. Ist nicht so schlimm. Wir könnten den jetzt hochhauen auf 4, wenn 10, 12. Das möchten wir aber noch nicht tun. Denn wir hauen jetzt erstmal den weg. Dann hauen wir die Freezing Trap raus, damit der hier vielleicht gleich gefreezing trapped wird. Und dann spielen wir den Taunt. Geben dem Bananen. Wir könnten auch dem Valens Chosen geben, machen wir aber nicht. Bam. So. Er kann mit dem Ei jetzt nicht angreifen. Wenn er das nicht checkt, mit dem nicht angreifen können, dann greift er an. Freezing Trap und dann ist das Ding wieder Geschichte. Oh oh. Er checkt's nicht. Das ist eine Freezing Trap, du Vogel. Oder? Hat er es gecheckt? Hat er noch 2 Bananen, die einen Damage machen? Jetzt hat er es gecheckt. Jetzt denkt er sich, oh Mist. Ich voll Horst. Haha, die ganzen Buffs sind weg. Gewonnen. Okay, das hätten wir jetzt noch reißen können. Das hätte er sich denken können. Es waren seine fucking Geheimnisse. Er wusste doch, welche Geheimnisse er dabei hat. Und er hätte sich doch denken können, wieso swappt er das Leben auf genau so viel, dass ich ihn fast töten kann damit? Fast? Ach, come on, bitch. Okay. Das hat Spaß gemacht. Auch wenn ich wahrscheinlich wieder 1000 Fehler gemacht habe. Ich hatte meinen Spaß. Und Leute, die Folge kommt ja jetzt noch vor dem Livestream. Das heißt, ihr könntet mir hier unter diese Folge in den Kommentaren schreiben, was ihr für Vorschläge habt für Decks, für diesen Banana Brawl. Nicht jetzt die kompletten Decks. Also sagt mir einfach die Gimmicks, die irgendwie interessant sind und um die herum ich noch was bauen kann. Vielleicht sehe ich es ja noch vorher und kann es im Stream dann benutzen. Ansonsten könnt ihr mir im Stream, im Chat noch Sachen sagen. Es ist übrigens heute der 26.06. Ja, 2015. Wenn du das Video irgendwann anders siehst, dann wird heute Abend nicht live gestreamt. Vielleicht doch, zufällig. Aber dann wahrscheinlich ein anderes Spiel. Und wenn Hearthstone, dann kein Banana Brawl. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Das war euer Fischkopf. Bis dann und tschüss.